So, willkommen zurück zu WWE 2K15 im Karrieremodus und den Einzug habe ich noch nicht geändert können, warum auch immer, aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir sind langsam aber nahe beim Face. Ihr seht vielleicht, ich habe weniger Währung und zwar habe ich mir jetzt den Show aufgekauft und natürlich uns weiter verbessert, klar. Wir machen jetzt mal ein Vorbereitungsmatch gegen Fahn. Dango. Das können wir auf jeden Fall machen. Gegen Fahn. Dango. Naja. Ja, gut. Lass mit lieber, ne? Gut. Sehr schön. Jawohl. So. Und Fandango, den wir vom Pay-Per-View gut erledigt haben. Ob wir es beim Main Event wieder schaffen, das ist hier die Frage. Aber die Chancen sind auf jeden Fall da. So. Gut. Na? Scheiße. Gut. Und? Spinebuster oder der 110 Street Slam. Keine Ahnung. So. Show of Time. Und wir haben jetzt mal den quasi ganzen Show-Offs, die der Undertaker hat. Aber vielleicht ändere ich die noch irgendwann. Ja, ein paar andere Sachen. Weil, ja, ich das so will. So, sagen wir es so. Anders könnte ich das jetzt nicht sagen. So. Warte, gehen wir weiter das Bein von Fandango. So. Und jetzt kommt. Oh, scheiße. So, und Body Slam, jawohl. Von Fandango. Oh je. So. Aber wir haben ja ein bisschen Zähigkeit aufgebaut, deswegen kann er uns eigentlich nicht so schnell verletzen. So. Gut. Jawohl. DDT, sehr schnell gezeigt von uns. Ich wollte sagen von Fandango, aber wir haben den DDT ja gerade gezeigt. Deswegen ist es ein bisschen undeutlich, was ich gerade sagen wollte. So. Jawohl. Und Suplex. So, und jetzt. Gut. Und Red Arrow auf den Kopf sogar. Also das ist ein harter Move, den ich gezeigt habe. So. Jawohl. Come on. So, und. Oh, scheiße. Scheiße. Gut gekontert. So, und. Oh, was für ein Neckdrop. Was für ein Neckdrop. Oh je. Und. Jawohl. Schön gekontert. So, und jetzt aber. Come on. So, und. Joke Slam. So, und jetzt hier rüberziehen. Und jetzt der Ansatz zum Tombstone Pile Driver. Und geht er durch? Natürlich geht er durch. So. Und jetzt zum Fandango, dem alten Improved. Weil Fandango hat ja mittlerweile ein anderes Gimmick, was mir an sich gut gefällt. Sieht neu aus. Ja. Ist ganz solid, kann man sagen. Zu meinem Zeitpunkt. Kann er sich ja ändern noch. Zu negativ, positiv. So. Ja, wir haben genug Highlights gesehen, glaube ich. Wir haben gesehen, wir haben gewonnen. Und mal sehen, wie viel Zuschauer uns das jetzt gebracht hat, genau. Wir haben jetzt immer so 5000 Zuschauer geschafft, ne? Vielleicht schaffen wir über 10.000? Mal gucken. Wäre mal gut, wenn wir mal über 10.000 Zuschauer schaffen würden. Naja, 8.000. Wow. Das ist schon eine Menge. Und die 100.000 haben wir auch fast. Haben wir fast. So. Wie nah sind wir jetzt bei SmackDown? Das können wir auch mal gerade noch gucken. Ja. Und danach mache ich noch ein Match und dann beenden wir die Folge, beziehungsweise beende ich auch mal eine lange Aufnahmesession. Ich nehme jetzt schon seit anderthalb Stunden auf.
Für diejenigen, die es nicht wissen. Aber gut, das macht man ja gerne. Ist ja schließlich ein Hobby von mir. So. Gut. Haben wir das noch verbessert? Dann sind wir noch am Bein noch weniger anfälliger. Und wir haben uns auf 77 gesteigert. Das ist sehr gut. Und mit 20.000, das heißt, wir können uns theoretisch noch was kaufen. Nee, hier. An Talenten. Nein, ich kann. Oh mein Gott, Moment. Ein Hammer Throw. Ja, eigentlich den Hammer Throw oder Sprung nach außen. Ja. Okay, das brauchen wir auch noch bald. Ja, erstmal den Hammer Throw. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, dann können wir unsere Gegner ein bisschen stärker wegschmeißen und besser schaden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, haben wir das uns noch gekauft. Und dann machen wir einfach mal weiter. Jo, nichts geplant. Dann machen wir weiter in Vorbereitungsmatch gegen Bad News Barrett. Okay. Der zu meinem Zeitpunkt ja noch aktuell verletzt ist. Vielleicht hat er sich ja zu meinem Zeitpunkt, wenn ihr es seht, wieder erholt. Okay, es ist ein bisschen her, ein paar Tage, aber kann ja sein, dass er sich bei Monday Night Raw gerade sein Comeback feiert oder also sein Wrestling-Comeback. Der hat ja sonst bei Survivor Series ja gesagt, dass er zurück ist. Aber auf jeden Fall, jetzt dürfen wir auch mal endlich gegen mal WWE Superstars antreten, was mich sehr freut. Fandango, Bad News Barrett, aber natürlich will ich ein Main Event sein, wo ich halt gegen Seth Rollins, Dean Ambrose, Bray Wyatt, John Cena, Randy Orton, eventuell auch Triple H, Undertaker, Daniel Bryan, CM Punk. Also man merkt schon, wie viele Superstars ich gerne antreten möchte, aber es ist noch ein Weg, obwohl wir jetzt schon seit 2 Jahren hier drin sitzen. Kann man ja auch schon sagen, dass wir jetzt seit 2 Jahren hier sind. Dass man ja aber nur 3 Pay-Per-Views aussuchen darf, finde ich ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Also natürlich für den Anfang okay, aber ich habe mitbekommen, dass es die ganze Zeit so ist. Also sollte es nicht so sein, dann schreibt es mir in die Kommentare, ne? Dann bin ich oder weiß ich es halt. Sagen wir es so. So. Ja. Sehr gut. Jawohl. Und wir werden heute, glaube ich, zum ersten Mal die 100.000 Follower schaffen. Was auch sehr wichtig ist. Und ja. Sehr schön weggeschmissen. Also. Jawohl. Jetzt erstmal ein bisschen warten. Erstmal regenerieren. So. Gut, ah, okay, ja. So, erstmal den hier. Oh, nee, komm. Erstmal den hier. So. Und erstmal, geht er nochmal? Der geht nochmal durch. Oh, Bad News Barrett. I'm afraid I've got some bad news. And the bad news is, ich zeige einen Moonsault gegen dich. Ja, es sind halt zwar diese Matches, die man nicht haben will, aber die halt gut dafür sind, einfach schnell zu squashen und halt sich zu verbessern. German Suplex. Sehr schnell gezeigt. So. Und, jawohl. Und Chokeslam. Ihr in der C-Show von der WWE Main Event. Und jetzt der Tombstone. Geht der durch? So, und? Jawohl, er geht durch. Super. So, und Barrett, das war's für ihn. Komm, das war's. Bad News Barrett ist besiegt. Hier, bei Main Event. In einem weiteren Vorbereitungsmatch. So. Jawohl. Komm schon. Zack. Geschafft. Besiegt. So, ja. Brauchen keine Highlights zu sehen. Das haben wir schon genug gesehen. Ja, es war ein gutes Match.
Für mich war es gut, für die Zuschauer denke ich mal, war es auch ganz gut. Und so kann es meinetwegen weitergehen. Und da freut sich auch B-Pointe. So. Und dann machen wir einfach mal weiter. Und müssen jetzt langsam ein Babyface sein, eigentlich. Jetzt ein totaler Face, der mega over ist bei den Fans, aber das sehen wir. Okay, 4-Sterne-Match, das ist wichtig. Wir haben die 100.000 Follower geschafft. Das ist schon mal ein guter Meilenstein. Ein wichtiger Meilenstein. Ja. Irgendwann schaffen wir auch die Million. Und ja. Und dann geht's immer so weiter, bis wir die 100 Millionen schaffen. Nein, Spaß. So viel werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Oder ist es überhaupt möglich? Weiß nicht. Wir sind auf jeden Fall Babyface. Wir sind totaler Face. Ja, unsere Face-Anzeige ist komplett voll. Das ist schon mal, ja, gut, schlecht. Kann ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall beende ich das jetzt für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.